Hallo und ich begrüße euch zu einem Commentary von Call of Duty Modern Warfare 3. Und bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, sage ich noch ganz kurz was zum Gameplay. Und zwei Spieler mit der UMP45 ausgestattet mit einem Schalldämpfer. Die, wer hätte es gedacht, FMG 9 im Akimbo-Modus, wie wahrscheinlich fast jeder. Und als Perks habe ich dabei Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro und Stalker Pro. Und das Ganze abgerundet mit dem Specialist Kill Package. Und wir spielen hier auf der Map Bootleg. Und falls ihr euch wundert, dass ich an manchen Stellen etwas, ja ich sag mal, vorsichtig bin und ganz vorsichtig auch immer um die Ecken luke und sowas. Tja, ich war noch nicht so aktiv auf dieser Map, weshalb ich da dann eher ein bisschen vorsichtiger gespielt habe, aber... Naja, das sollte ja jetzt eigentlich auch nicht so wild sein. Deswegen komme ich jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, ja, der Hulk, der hat sich Modern Warfare 3 geholt. Warum habe ich das? Weil ich die Chance hatte, Modern Warfare 3 für 25 Euro zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Hulky, für 25 Euro, da kannst du ja im Prinzip nichts falsch machen. Und deswegen habe ich das dann gemacht, getan. Und jetzt habe ich es auch. Und nun ist natürlich die große Frage, der 25 Euro, hat es sich denn für diesen Preis gelohnt? Und diese Frage werde ich euch nun hier in diesem Commentary beantworten. Zwar muss ich sagen, ja, für 25 Euro kann man, wie schon gesagt, nicht viel falsch machen, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich nicht allviel mehr dafür bezahlt hätte. Also gut, an einem guten Tag hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, gut, 5 Euro, die kannst du dann noch draufpacken, also dann lassen wir uns eben bei 30 Euro. Aber mehr als 30 Euro hätte ich dafür wahrscheinlich nicht ausgegeben, aus dem einfachen Grund, denn wenn ich ein Spiel für 50 oder auch 60 Euro kaufe, dann möchte ich auch etwas Neues haben. Und ich meine jetzt mit neu nicht das Gameplay, denn wenn man bei Call of Duty das Gameplay verändern würde oder neu machen würde, dann wäre es kein Call of Duty mehr. Das muss natürlich schon beim Alten bleiben, aber was ich mit neu meine, ist beispielsweise die Grafik und der Sound. Und ich muss sagen, ich vergleiche Infinity Ward immer ganz gern mit unseren heutigen Politikern. Und zwar, sie bekommen einen Haufen Geld, aber kriegen trotzdem nichts auf die Reihe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber wenn man sich's mal genau anguckt, dann könnte dieser Vergleich schon ein wenig zutreffen. Denn Call of Duty Modern Warfare 3 benutzt dieselbe Engine wie Call of Duty 1. Und zwar die Quake 3 Engine, und für alle, die sich damit nicht auskennen, Quake 3 hat das Licht der Welt 1999 erblickt, also noch im 20. Jahrhundert. Und das Grundgerüst dieser Engine wird auch jetzt noch 2011 in Modern Warfare 3 benutzt. Und ich denke, die Sound Engine, die wird auch irgendwo in diesem Zeitraum angesiedelt sein. Gut, dann lass eben die Sound Engine von 2006 sein, aber auch das ist eben 5 Jahre Unterschied, und ich muss sagen, für so einen großen Zeitraum, wo jetzt, also für diesen Stand von Grafik und Sound, bin ich nicht bereit, so viel Geld zu investieren. Ich möchte da eben schon was Neues geboten bekommen und nicht so etwas, ich nenne es mal, Ausgelutschtes und Gebrauchtes. Naja, ich weiß ja aber nicht, man muss natürlich auch Infinity Ward zugutehalten und auch Treyarch, denn Treyarch benutzt ja dieselbe Engine, das ist ja wohl klar. Man muss den Entwicklern aber auch zugutehalten, dass höchstwahrscheinlich hinter alledem Activision, also der Publisher, steckt, denn Activision ist eben sehr auf dieses Minimum-Maximum-Prinzip aus. Das bedeutet, man steckt so wenig wie möglich rein, um das Maximum an Gewinn rauszuholen. Und wie man ja sehen kann, funktioniert das hier bei Call of Duty einwandfrei, tipptopp. Ich denke, man hat es bei Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops und auch Modern Warfare 3 gesehen, dass dieses Spiel wirklich alle Rekorde bricht. Und das, obwohl man nur das Geringste in dieses Spiel reinsteckt, weil ja, wie schon gesagt, Grafik und Sound nicht wirklich zeitgemäß sind. Also der Plan von Activision geht auf, aber ich frage mich, wie lange dieser noch aufgehen wird. Ich denke, noch lange genug. Aber sicherlich nicht mit mir, denn wenn das beim nächsten COD auch noch so aussieht, werde ich es mir wahrscheinlich auch nicht mal für 25 Euro holen. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt nur meine Ansicht. Da gibt es wahrscheinlich genug Leute draußen, die eine andere Ansicht vertreten. Und das ist ja auch völlig offen, wie man jetzt die Dinge so betrachtet.
Was mich an diesem Spiel wirklich sehr begeistert, ist das neue Keystreak-System. Und zwar gibt es da jetzt einmal die Auswahl zwischen dem Assault Package, also Assault Killstreak Package, dem Specialist Killstreak Package und Support Killstreak Package. Und ich muss sagen, sie haben es wirklich so gut hinbekommen oder so, ich nenne es mal balanced gemacht, dass auch alle Killstreak Packages vertreten werden von den verschiedenen Teammembern. Und das ist ja nicht mal, da muss man schon sagen, habt ihr gut gemacht. Das gibt wirklich schon einen Pluspunkt. Was ich aber nicht gut finde, ist die Peer-to-Peer-Verbindung, die ja jetzt schon in Call of Duty standardmäßig drin ist. Und da muss man auch schon wieder sagen, das ist eben der Geiz des Geldes. Denn dedizierte Server kosten nun mal dem Publisher Geld. Und natürlich möchte man das nicht ausgeben. Und da muss ich sagen, das kann es doch nicht sein, dass man dann so eine dreckige Peer-to-Peer-Verbindung hat. Also da muss man eben, wenn man wirklich so viel, wenn man Milliarden einnimmt an einem Spiel, dann möchte ich doch auch mal, dass die Leute da wenigstens ein bisschen Geld ausgeben und sagen, gut, wir spendieren dann den Käufern dedizierte Server, damit das nicht so eine Leckerei und was weiß ich nicht alles ist. Also das regt mich wirklich ständig auf. Und ich bin auch Battlefield, dankbar dafür, dass sie auf Konsolen dedizierte Server haben und nicht auf diese Peer-to-Peer-Verbindung setzen, die wirklich der größte Mist überhaupt ist. Ich weiß nicht mal, wer auf diese dumme Idee gekommen ist. Aber na gut, gehen wir einfach mal weiter. Was ich auch noch nicht so gut finde, ist das Map-Design, das wirklich sehr, sehr verwinkelt ist und sehr, sehr verbaut, weshalb es wirklich sehr camperlastig wird. Und zu camperlastig und generell zu dem Map-Design möchte ich gleich noch vorneweg sagen, dass ich da ein wunderschönes Gameplay habe, wo man das mit den Campern wirklich perfekt sieht. Und von diesem Gameplay werde ich dann auch ein Gameplay-Commentary machen. Das bedeutet, ich werde zu diesem Gameplay immer was sagen. Also ich werde kein Thema jetzt unter dieses Gameplay dann legen, sondern nur über das Gameplay reden. Da freue ich mich schon ziemlich drauf, das dann zu kommentieren. Und das wird dann auch in nächster Zeit folgen. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und was kann ich jetzt noch so sagen? Weil das Gameplay ist gleich zu Ende. Deswegen muss ich jetzt noch schnell machen. Also ich denke, für den Preis von 25 € ist das schon alles in Ordnung. Es ist eben sehr an Modern Warfare 2 angelehnt. Und deswegen ist jetzt auch dieses Gameplay zu Ende. 65-44 geht das aus. Also wir haben gewonnen, so gehört sich das auch. Und hier noch die finale Killcam. Und damit ist dann auch dieses Commentary zu Ende. Ich habe eben jetzt mal ganz kurz und knackig meine Eindrücke dazu geschildert. Ich habe eine 22:9. Ich bin eben niemand, der wirklich so kracher Gameplays hinlegt. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch schnurzpiepegal, egal. Solange die KD ein wenig stimmt, ist das ja auch in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.